Leute, also ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und ich zeige euch, was ich so die letzten Zeiten eingekauft habe. Also heute werden wir ein paar Sachen haben von ASOS, von H&M, von Another Stories, New Look, Esprit und Topshop. Genau, also ich fange jetzt an, ich fange mit H&M an. Was ich mir da gekauft habe, sind also erstmal Schuhe. Diese Schuhe, die sind super schön, so kleine Stiefeletten mit so Broderie obendrauf, goldene Details. Ich finde die richtig schön, allerdings haben sie um die 90 Euro gekostet. Das finde ich schon ziemlich teuer für H&M, aber ich fand die auch richtig schön. Auch die sind sehr spitz vorne, aber trotzdem sieht der Fuß nicht zu groß damit aus. Ich bin schon froh von diesem Einkauf. Wie gesagt, es kam von H&M Trend. Und von H&M Trend habe ich eine andere Teile. Es ist ja übrigens Sales bei H&M, also vielleicht werdet ihr ein bisschen mehr Glück haben und die Sachen halt reduziert finden. Das wäre natürlich super. Das habe ich 50 Euro gekauft. Das ist nicht reduziert, das habe ich schon gesehen. Ich war auf der Website und ich habe geguckt, ob es reduziert ist oder nicht. Das ist ganz schön kuschelig. Das trage ich aber nicht alleine. Obwohl es ein bisschen aussieht wie ein Pelzmantel, ist es kein Pelzmantel. Und es ist auch nicht so warm wie ein Fake-Pelzmantel, also Fake-Fur. Und deswegen trage ich ja immer einen Mantel noch darunter. Kombiniert trage ich es eigentlich ganz einfach mit einem schwarzen Jeans oder blauen Jeans. Weil ich finde, dieses Teil ist ja schon so... So krass irgendwie, dass man braucht ja nichts anderes krasses dazu zu tragen. Und zwar nichts Buntes oder so. Das plus schwarzes Pulli oder schwarzes T-Shirt und ein Jeans, das reicht schon. Ich rede jetzt von Jeans, deswegen werde ich euch noch zeigen, was ich so gekauft habe. Und zwar bei ASOS, ich brauchte mal wieder neue Jeans und bei ASOS haben die eine eigene Jeans-Kollektion und da sind diese Jeans, die ziemlich eng sind und die heißen Ridley. Also ich werde den Link unten tun, aber das ist halt diese perfekte Skinny Jeans, also die sind halt ziemlich eng bis unten. Und nicht nur oben eng und dann etwas breiter, sind wirklich also das typische Skinny Jeans. Der hat hier einen Riss, das ist ja mit Absicht gemacht, muss man nicht unbedingt kaufen. Weiß habe ich jetzt gekauft, obwohl es Winter ist, weil ich habe ja eh gesehen, dass Weiß ein Trend ist diese Saison, deswegen dachte ich, naja, warum nicht, ist ja mal was anderes. Ich trage immer große 26. Und der in Weiß, ich weiß nicht warum, musste ich auch in 26 kaufen. Ich habe aber den gleichen Jean auch in Blau und in Schwarz gekauft. Und für die zwei Farben musste ich aber umtauschen und ich habe die dann in 25 gekauft. Die Jeans kosten um die 40 Euro, also das ist ja wirklich nicht viel Geld für einen Jean. Und da sind ja auch Basics, also deswegen kann man auch nichts schlechter damit machen. Und wirklich dieses Modell, Ridley, das kann ich nur empfehlen, das ist wirklich eine super coole Schnitt. Genau, also einmal in Weiß und einmal in Schwarz. So, bei ASOS habe ich noch zwei andere Sachen, einmal Beauty und einmal ein Mantel. Also ich habe erstmal, zeige ich euch, den Mantel, das ist so ein blaues Mantel, in dieses Babyblue. Der hat nur einen Knopf, um es zu schließen. Das finde ich ja nicht so schlimm, weil man kann dann ein Gurtteil tragen oder man kann es einfach mit der Hand halten. Und der ist ja auch ziemlich warm, weil, was ist das für ein Material? Sage ich euch gleich, das
ist wohl und sogar Moer. Also deswegen Moer ist ja immer warm. Und so sieht er aus. Genau, also ich liebe die Farbe, das ist ja Babyblue, aber es existiert auch in Pink. Das ist ja auch ein großes Trend, diese Saison, dieses Babyblue und dieses Pink. Genau, wie viel hat er gekostet? Er hat um die 100 Euro gekostet, also für einen Mantel ist das okay. Genau, dann habe ich noch My Beauty gekauft, ich fand das ganz schön. Und ich wollte das eigentlich als Weihnachtsgeschenk schenken, aber am Ende habe ich es für mich behalten. Und es gibt drinnen ein paar Creme. Die Marke ist, das ist Andrea Garland. Es ist geschrieben andreagarland.co.uk, also denke ich, dass es eine englische Marke ist. Ich finde diese Produkte super gut, weil die riechen auch richtig gut, die riechen ein bisschen nach, was kann man damit vergleichen? Ein bisschen nach Medizin, aber nicht schlecht. Was gibt es da drin? Es gibt, ein Öl für das Gesicht, eine Creme für das Gesicht, eine Creme, um das Gesicht zu wäschen und ein Lippenbalsam. Genau, der Lippenbalsam finde ich auch richtig, richtig schön. Schön, Entschuldigung. Der sieht so aus. Man kann es dann öffnen. Also man benutzt es halt mit den Haaren. So. Und es gibt auch noch einen Spiegel. Das riecht auch richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Dann, was habe ich noch? Ich war auch in London und da muss ich sagen, ich habe nicht so viel gefunden. Ich war super aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, oh, endlich kannst du mal wieder bei Topshop gehen und Topshop ist immer so toll und die haben so tolle Sachen. Aber ich muss sagen, ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ich wollte auch nicht unbedingt Geld sparen oder so. Aber ich habe am Ende nur einen Pulli gekauft bei Topshop, einen Crop Top Pulli in dieses Teddybär Material. Und genau, der ist schön und ganz, der ist auch sehr warm, muss ich sagen. Das habe ich 60 Euro gekauft, das finde ich auch richtig teuer. Und ich muss sagen, ja, ich war echt ein bisschen enttäuscht von Topshop, es ist halt nicht mehr, wie es früher war. Die Sachen, die sie haben, kann man auch ehrlich gesagt wohin anders finden, finde ich. Genau, dann bei Esprit habe ich noch etwas gefunden, und zwar diese Strickjacke mit Karo-Muster, auch richtig warm und auch etwas oversized, und das trage ich super gerne einfach zu einem schwarzen Jeans und mit Boots auch, und man sieht aber gleich stylisch aus. Ich weiß nicht, ob es im Sale ist auf der Website, aber ihr könnt das schauen, ihr könnt gerne schauen, und das würde ich auch empfehlen. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt letztes Mal, dass ich von Esprit wirklich begeistert bin, und ich bin es ja immer noch, deswegen habe ich schon wieder da geschaut und was gekauft. Material, was kann ich für den anderen? Ja, okay, Material ist halt nicht super, das ist 100% Viskos. Es ist halt nicht ein gutes Material, aber trotzdem nicht unangenehm zu tragen, muss ich sagen. Also ich bin echt überrascht. Ich dachte, es würde ein bisschen Wolle drinnen geben oder so, weil es ist echt warm und wie gesagt, angenehm zu tragen. Ich schwitze ja auch nicht drin oder so. Also klar, ich trage etwas darunter, immer ein Pulli oder ein Sweatshirt, aber trotzdem. Genau, dann habe ich von einem Online-Shop, das heißt In Love with Fashion. Und die haben auch ganz viele trendy Teile. Und das ist jetzt ein Kleid, so mit Tulle, mit Punkte. Und das wollte ich so wie in die 90er tragen, mit einem Leggings und so hohe Schuhe, also so Pumps. Man sieht ja nicht so gut, glaube ich, wie das aussieht, aber das ist auf jeden Fall nicht so lang bis zum Knie, ein bisschen runter mit einer hohen Taille. Also sehr
ja, sehr mädchenhaft auch, würde ich sagen. Es kommt ja darauf an, wie man das kombiniert. Wie gesagt, wenn ich das mit einem Leggings und Pumps trage, dann wird es schon erwachsen wirken. Wenn ich das trage mit Ballerinas und einen Pulli drauf, dann wird es eher mädchenhaft wirken. Also man kann eigentlich entscheiden, den Look, den man will. Und genau, das hat wie viel gekostet? 20 Euro oder so, wirklich nicht teuer, und es ist auch eine schöne Teile. Dann habe ich bei Bershka dieses Kleid auch gekauft. Das ist ziemlich lang, aber es ist, hier kommt dieses schwarze Teil, die drunter ist, nur bis hier. Und der Rest ist das Offene, das heißt, das macht so sexy Beine. Wann werde ich das tragen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich fand es trotzdem schön. Und vielleicht im Sommer einfach mit so hohen Schuhe und ohne Strumpfhose, vielleicht wird es am meisten wirken. Ich weiß es noch nicht, aber wenn, dann werde ich ein Video machen, dann könnt ihr sehen, wie das aussieht. Was habe ich noch? Also auch noch, Entschuldigung, von Bershka, ich habe vorhin gesagt von New Look, aber eigentlich ist es von Bershka. Noch Ohrringe gekauft, die finde ich auch ganz schön. Ich trage nicht so oft Ohrringe, aber ich dachte, naja, warum nicht? Das ist ja mal wieder was anderes. So sieht es aus. Und ich werde die auf jeden Fall tragen, wenn ich die Haare dann offen habe. Und das gibt dann ein kleines Besonderes, wenn ich dann nur einen Pferdeschwanz habe oder ein Dutt, dann mit diesen Ohrringe wird es gut aussehen und es ist dann auch nicht mehr so eine einfache Frisur. Und dann habe ich mir dieses Rock gekauft, also ich habe es noch nie getragen und ich weiß auch nicht wirklich, warum ich mir das gekauft habe. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen komisch, aber warum nicht? Ich meine, es ist halt ein lustiges Rock. Wenn man irgendwo geht, wo die Leute ein bisschen verrückter angezogen sind oder so, kann man das auf jeden Fall tragen. Dieses Fake Fur, Fake Pelz, Fashion Pelz, kann man, ist ja eh trendy dieses Winter. Also warum nicht? Kann man ja anziehen. Mit was würde ich auch wieder das mit Stiefeletten tragen? Und oben mit ein schwarzes T-Shirt, weil dieses Rock ist schon so krass wie dieses Jacke, was ich euch vorhin gezeigt habe, dass man braucht keine anderen krasse Teile dabei, also keine bunte Farbe, nichts Auffälliges. Schwarzes T-Shirt, Stiefeletten, Schrumpfhose, eine Jacke drüber und zeigt mich nicht angezogen. Vielleicht wird wahrscheinlich, wer weiß. Genau. Und ja, das war mein Haul. Nein, ich habe etwas anderes zu zeigen. Und zwar habe ich für das erste Mal etwas bei eBay gekauft. Und zwar eine Tasche von Yves Saint Laurent. So sieht die aus. Die ist auch echt. Die ist vintage natürlich. Also ich weiß nicht von wann die ist. Aber ich würde so schätzen aus den 70er Jahren oder so. Und aus Leder mit so einem Muster, die drauf, der darauf gearbeitet ist. Und genau, von Yves Saint Laurent. Und ich habe das, aufpassen, nur 65 Euro gekauft. Also wirklich bei eBay, man muss schauen, das war nicht die einzige Tasche von Yves Saint Laurent. Es gab auch andere Taschen von Yves Saint Laurent, die hat mir ja am besten gefallen, aber die waren alle um den gleichen Preis. Und wenn ihr dann die Marke, wenn die Marke euch gefällt, dann würde ich auf jeden Fall schauen, weil ich finde, es ist eine sehr gute Alternative zu Designertasche, diese Vintage-Designertasche, weil eine Tasche von Yves Saint Laurent heutzutage kostet, würde ich sagen, um die 1000 Euro, sogar mehr. Und wenn man eine Tasche, die die gleiche Qualität ist, sogar vielleicht besser, weil man weiß, wie heute auch bei den Luxussachen die Sachen produziert sind, kann man sich wirklich überlegen, ob man eine echte Ledertasche von einer großen Marke kauft, die vintage ist, und damit kann man ziemlich viel Geld sparen und man hat ja trotzdem einen Designerteil. Genau.
Das war's jetzt, das war mein Haul und ich werde probieren, wieder im Februar ein Haul zu machen. Und bis dahin wünsche ich euch ja alles Gute und bis ganz bald. Tschüss, tschüss!